Theaterproben statt Nachmittagsunterricht stehen derzeit bei Ilja Hollweg aus St. André Wördern am Kalender. Die Neunjährige spielt beim Musical Mozart, das am 24. September im Wiener Raimundtheater Premiere feiert, die Rolle des kleinen Mozart. Mama, wo bist du? Kannst du mich hören? Timotheus und Ineas haben es ihrer kleinen Schwester vor 3 Jahren beim Musical Elisabeth als die kleinen Rudolfs vorgemacht. Jetzt will auch Ilja die Musicalbühne erobern, als Amadee, das Porzellankind. Ich bin eigentlich das ganze Stück auf der Bühne. Das Schwierigste ist, sich die Stichwörter zu merken. Und ja, was meine Brüder können, kann ich schon lang. Das Porzellankind ist wirklich nur für Wolfgang sichtbar, zu niemandem sonst. Und das Porzellankind sieht natürlich, was der Wolfgang in diese Lebenslust treibt. Und er zwingt ihn immer wieder zu arbeiten. Mozart selbst hat die Neunjährige schon vor den Proben gekannt und nicht nur von den Mozartkugeln. Ich spiele selber Harfe und Saxophon, ich spiele Lieder von ihm. Ich kenne ihn sehr gut, seine Musik ist toll, ich weiß, dass er ein guter Komponist ist und ich bin mit der Familie ganz oft in Salzburg. Die Rolle des Amadee teilt sich Ilja unter anderem mit der 8-jährigen Sophie aus Lang-Enzersdorf. Auch für sie gehört das rote Rokoko-Kostüm und die weiße Perücke zur täglichen Routine. Die Freunde waren ein bisschen verblüfft, weil ich ein Mädchen bin und halt eine andere Rolle, einen Bub spiele. Und ich musste sie dann noch ein bisschen erklären und mittlerweile wissen sie es schon. Und wie ist das, einen Buben zu spielen? Ja, also ich finde es schön, aber jetzt jeden Tag so eine Perücke aufsetzen ist jetzt auch nicht so wirklich schön. Bis zur Premiere am 24. September wird noch eifrig geprobt. Und ich gab alles, was ich bin. Und bevor das Publikum den Mädchen applaudiert, tut es bereits Hauptdarsteller Odo Geipers. Das ist schon eine Leistung, dass sie jeden Abend machen. Und ja, Respekt, Baby. Und jetzt toi, 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 wie man im Theater sagt, auch Ihnen für einen schönen Abend. Im Namen des Teams danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.